So, auf in die zweite Ebene. Oder dritte, kann man sie schon nennen. Die Tremors kommen von unten. Ich wette, jeder wurde da. Ich muss meinen Weg hoch finden. Was auch immer es braucht. Eine Leiche, Kriegshelm. Noch mehr Pfeile. Da ist mein bestehender besser. Ausweichchance reduziert, Energie ein bisschen weniger, Energieregeneration wird abgenommen. Dafür bessere Resistenzen und besserer Schutz. Und da würde ich die Kapuze natürlich behalten. Alter Auftrag. Mit diesem Papier verkünden wir, Knut der Ältere und jeder Einwohner von Manshire, dass wir jeden Mann, sei es ein bürgerlicher, ein Soldat oder ein adliger Ritter, 700 Kronen zahlen, wenn er die Aufgabe annimmt, in die Abtei der Heiligen Offenbarung hinabzusteigen und sie von Geistern oder anderem Schmutz zu befreien und mit einem Beweis der getanen Arbeit sicher zurückkehrt. Antitoxin. Erzeugt Hunger und Durst. Aber 610 Münzen wert. Ich kann ihn verkaufen. Theoretisch. Na komm. Upsala, falsche Taste. Ich steig nicht auf das brennende Feld. Also ich weiß nicht, ob ich Feuerschaden dann bekomme, aber ich würde spekulieren, ja. Das lohnt sich noch nicht. So sieht's aus. Schieß einen Feuerstrahl in Richtung des anvisierten Feldes. Der Streifer verursacht 7 Feuerschaden an jedem Gegner, den er durchfährt, mit einer 45% Chance, sie für 2 bis 3 Runden zu entzünden. Wenn der Strahl das Ziel erreicht, explodiert in einem kleinen Bereich und verursacht 17 Feuerschaden bei eingetroffenen Gegnern. Passiver Bonus plus 2,5% pyromantische Kraft. Oh mein Gott.
Ich habe die Tür getroffen. Ah gut, man kann Pfeile wieder einsammeln, wenn sie nicht zerstört wurden aus Versehen beim Schießen. Die Musik des Spiels hat einen Battle Brother Flair. Ich muss auch sagen, dass der Schwierigkeitsgrad anscheinend auch einen gewissen Flair hat. Aber bis jetzt, glaube ich, schlage ich mich noch halbwegs okay. Weil ich mich von Anfang an darauf eingestellt habe, dass man... Falscher. Ich wollte knacken. Dass man sehr wahrscheinlich sehr schnell sterben kann. Moment, Geld nimmt einen Inventarslot ein? Guten Morgen, Nordwicht. Ah, schade, man kann den Helm nicht, also beziehungsweise den Eimer nicht als Helm tragen. Muss das eigentlich hier so dunkel sein? So, die Schiene nehme ich mit. Irgendwas zu identifizieren. Die verstärkte Keule ist ja nur normal. So. Mach dich ungeschickt. Toller Trank. Weg damit. Hasenfell. Was ist das Schild eigentlich wert? Angeblich 479. Das trage ich noch ein bisschen rum. Spiritus. Erhöht Moral, Frostresistenz 10%, macht dich aber betrunken. Wäre ich mal nicht in die eine Falle reingetreten. Angriffe gegen Ziele unter diesem Effekt erhalten plus 20 Lebensentzug. So nicht, mein Freund. Ich trinke mal ein bisschen, auch wenn ich dann betrunken bin, aber meine Moral geht dann höher. Den 1% Vergiftung wird er schon loswerden, oder? Ein Teufelskreis.
Essen macht durstig, durstig macht hungrig. Mir stimmt gar nicht. Betrunken bleibt man immer. Ist die Ratte echt oder bilde ich mir die jetzt ein, weil ich besoffen bin? Führe besoffen Feuerzauber aus. Als Campcock gelesen. Was ist das denn? Blutgolem. Okay, es explodiert. Warum könnt ihr alle zaubern? Oh nein, jetzt teile ich das ein bisschen auf. So, da fehlt die Abhandlung Feuertaufe. Das Erleiden von Feuerschaden reduziert die Abklingzeit für Zauber dieses Fähigkeitsbaums. Verringert die Dauer der aktuellen negativen Auswirkungen. Was haben wir hier? Flammensättigung. Füllt 4% der maximalen Energie jedes Mal auf, wenn ein Gegner in deinem Sichtfeld entzündet wird. Das finde ich gut. Obwohl das ist ein normaler Pilgerstab, warum soll ich den mitnehmen? Jetzt habe ich nichts. Ja, der Schmerz steigt jetzt jede Runde.
Okay, jetzt sind die stabilisiert, aber es war schon wieder so dämlich, ey. Fallen ist einfach das Beschissenste, was dir passieren kann. Und das ist eigentlich so einfach, ey. Man muss einmal die 1 drücken, wenn du den Raum betrittst. Ich will auch ein Blutgolem erzeugen. Blutigel. Oder Manning Zutat. Gesundheitsregeneration mal 45 Runden von 0,5%. Also kannst du wahrscheinlich auch irgendwas craften später. Übrigens geht das hier so lange gut, bis ich den ersten Gegner habe, der feuerresistent ist. Rittergürtel. Schmeißen wir das Trashige mal weg. Nee. Stopp! Dann bau auch Magie. Oh mein Gott, dann bau auch einen Magiebaum aus, der gut gegen Feuer ist. Das weiß ich ja noch nicht. Vor allem musst du erstmal Abhandlungen darüber finden, damit du das nutzen kannst. Au. Oh, kann Fertigkeit nicht verwenden. Was bist du denn für ein hässliches Vieh? Unheilvoller Schrei. Guter Hit. Guten Morgen, Rom. Toll, ich habe die Tür getroffen. Komm ruhig, ich trau mich.
Und weg mit dir. Das Kopfstück dieses Stabes wurde einer speziellen Form geschmiedet, die für die Ausübung aller Arten von Magie ausgelegt ist. Magische Kraft plus 15%. Energiekosten für alle Fertigkeiten aber um 15% erhöht. Zur Info, im Schrank waren 6 Gold. Ja, überraschend. Guck mal, wie reich ich schon bin. Weil ich einfach auf 6 Gold scheiße. Wie in Diablo 1. Ich habe einen Boss get... Oh mein Gott, ich muss mehrfach in die Stadt laufen. Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Hier geht's hoch. Ziegenkäse! Wäre eh in 6 Tagen verdorben. Vor allem da ist der Weg zur nächsten Ebene. Aber ich glaube, hier ging es ja auch noch nach unten. Ah ne, da waren wir. Oben was übersehen? Ne, das war wirklich die ganze Ebene. Geh weg, Fliege des Grauens. Hey, Leichen. Es gibt alarmierende Neuigkeiten aus der Hauptstadt. Die Leute erzählen, dass König Edbert, gesegnet sei sein Name, todkrank ist und seit Wochen mit dem Tode kämpft. Vielleicht ist es nur ein Gerücht, verbreitet von Leuten, die ihm Übles wollen. Es ist kein Geheimnis, dass Edbert viele davon hat. Wie dem auch sei, wir sollten für eine schnelle Genesung unseres Monarchen beten. Leite an die restlichen Brüder weiter, dass wir heute Nacht noch einen Gottesdienst abhalten müssen. Abt Vidian. Ey, voll gut. Ach so, das sind Freunde von mir. Well then, we show you mercy, and yet you reject our gifts. Let the ritual begin! Kayanoth Nerok! Wundervolles Ritual. Untersuchen.
Sehr gefährlich, feindlich. Fähigkeiten Blutlache. Zieht auf Bereich Reichweite 4. Kochendes Blut. Pfützen bestehen für 2 Runden, versuchen 15 unheiligen Schaden und Säureschaden. Blutklumpen. Zombie beschwören. Unheiliges Ritual. Führt 50% der maximalen Gesundheit. Kann nicht bluten. Irgendwie kann ich die Statuen beschädigen. Au. Natürlich kann ich das. Habe ich irgendwie eine Chance, noch ein bisschen HP zu regenerieren? Ja, nicht so gut, wie ich dachte. Scheiße, das funktioniert nicht so. Geil! Ist das scheiße? Wundervoll. Fucking dramatische Musik. Prozent Gesundheit. Hallo?
Er muss ihn gegen die Wand oder gegen die Bänke stoßen lassen. Gut, es brennt. Yeah! Ich bin ein Held! First try! Baron, I have many questions. Now is not the time. We have the stone shard. Let's get out of here. Vor allem bin ich jetzt richtig stolz auf mich, weil irgendjemand im Chat geschrieben hat, der hat 45 Minuten für den Boss gebraucht. Und ich gehe rein und mache den einfach in 10 Minuten. Tut mir sehr leid. Mein Charakter wird unter Schmerzen vielleicht sterben. Ah nee, gar nicht so, dem geht's ganz gut. Das Spiel wurde mir einfach auf die Brust geschrieben. Das werde ich von meinen Freunden verraten. Und die klauen den Splitter von mir. Und dann erstelle ich meinen eigenen Charakter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist alles Spekulation gerade. Ist das dieses draußen, wovon alle erzählen? Hesley ist ja auch noch dunkel. All my belongings, my entire fortune, I'm ruined. For the love of the host, Renward, shut your mouth. Baron is dead. Locke is dead. So is Jorgen, and you cry over some old junk. And it's all because of you, Baron. Did you think our lads would chicken out? You could have at least told me. Hallo, ich kenne das Spiel nicht. Spielst du das schon lange? Ich spiele das zum allerersten Mal gerade. Also ich habe es gestern Abend, habe ich die erste Ebene gespielt und fand es so gut, dass ich gedacht habe, ich zeige das heute. Das ist der Stand der Dinge. An easy job. Maybe some digging. You call a horde of cannibals an easy job. Are you out of your mind? Do you think I was lying to you? Gwendol swore that the monastery had been deserted for decades. So you're saying that your Gwendol set us up for certain death? Ja, hat er wahrscheinlich. I don't know. I hope not. It's some kind of mistake. This mistake cost half our men their lives. I know. I have many questions too. And believe me, once we are done with the contract, Gwendol will answer each and every one of them. No, Verin. This is where we part. The caravan is no more. Rinward, Aruz, and I are going back to Bryn. After all these years, I've just saved your hides. Ich habe dir gerade die Haut gerettet. Ich habe gerade deine Felle gerettet. Ja. All you did was save us from the trap you'd led us into. We always used to know where and what our jobs were. But once you started rubbing elbows with Gwendol, there was no end to our misfortune. I want to know what Gwendol is hiding, why he needs stone shards, and what these damn stone shards are to begin with.
And yet, we don't have the slightest idea about anything, while you only care about money. But there is no paying death off. I'm done. Feiglinge, es kann ja nur besser werden, nachdem du so einen scheiß Auftrag hattest. You are free to go, but I am bound by the contract. I'll manage without you. Get lost. Also hier bin ich nun, die Karawane ist weg, mein Bein ist verkrüppelt, die Hälfte meiner Männer ist tot. Und die andere Hälfte sind Deserteure und Verräter, der Gastgeber sei gepriesen, zumindest habe ich die Stone Shard. Vorhin war es im Text noch Steinsplitter.